Auch ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen und darf meine Gäste hier begrüßen. Sie sind eigentlich alle angereist, um sich wahrscheinlich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen. Ich gehe fest davon aus, dass Sie alle davon überzeugt sind, also Sie sind Berater, Sie sind ausgenommen, aber die anderen sind ja Bankvertreter, dass Sie ganz viel, ganz gut und ganz richtig machen hier im Heimmarkt Schweiz, oder für Sie ist es nicht der Heimmarkt, aber hier auf dem Bankenplatz Schweiz. Zu Hause ist es doch am schönsten. Es hat immerhin, glaube ich, ein Fragezeichen dahinter. Denn wenn man den Bankern so während des Jahres zuhört, da ist man sich nicht immer sicher, ob es zu Hause wirklich so schön ist, ob nicht da die Regulierungswut in Bern allzu groß ist und wahnsinnig an den Margen nagt, die Margen, die wegschmelzen wie die Gletscher an der Sonne, oder auch die Kunden, die so besonders anspruchsvoll geworden sind, oder die ausländischen Kunden, noch schlimmer, die haben das Geld genommen und zurück in ihr Heimatland verfrachtet. Also ist es hier wirklich am schönsten? Dieser Frage gehen wir zumindest nach. Wir werden sie nicht abschließend klären können. Wir haben so 3/4 Stunden Zeit und wie es Frau Schmiegel schon gesagt hat, gerne dann auch Fragen von Ihnen sind hochwillkommen. Nutzen Sie dann diese Gelegenheit. Ich beginne mit einer Vorstellrunde. Ich beginne bei Ihnen, Herrn Blessing, zu meiner Rechten, weil Sie der Mann sind mit dem längsten Titel von uns allen. Sie sind President Personal and Corporate Banking und weil das nicht reicht, sind Sie auch President UBS Switzerland. Vielleicht können wir einen UBS Schweiz-Chef oder so einigen. Sagen Sie doch einfach mal Herrn Blessing. Genau. Er ist von Kindbeinen an eigentlich so mit dem Bankengehen umzingelt gewesen. Sein Großpapa war bei der Bundesbank und dein Vater war bei der Deutschen Bank und da war die Berufswahl wahrscheinlich vorprogrammiert oder mindestens liegt dieser Verdacht nahe. Sie waren 14 Jahre zuletzt dann bei der Commerzbank und sind jetzt seit Herbst UBS Schweiz Chef. Frage: Ein Deutscher leitet das Schweizgeschäft der größten Schweizer Bank, mal abgesehen vom Pass, wo man diskutieren könnte, ob das der Richtige ist, den Sie haben. Warum sind Sie genau der Richtige für diesen Job? Auch, ich weiß nicht, ob ich genau oder der einzig Richtige bin, aber meine Erfahrung sagt mir, dass Kunden und Mitarbeiter am Schluss mit Bankern reden wollen, die was vom Geschäft verstehen, die die Trends verstehen, die, zu denen sie Vertrauen haben und nicht nach dem Passport gucken. Ich bleibe bei den großen Banken, da bin ich bei Ihnen, Patrick Vögele von BNP Paribas. Er ist in der Geschäftsleitung von BNP Paribas Schweiz. Sein Mutterhaus hat 3-mal so viele Angestellte wie die UBS, die für uns schon so wahnsinnig groß ist. 192.000 Angestellte in 72 Ländern sind es. Die Lehre haben Sie auch bei der UBS gemacht, aber seit 1991 sind Sie bereits bei BNP Paribas. Also es war nicht die UBS, es war der Bankverein. Aber das ist das genau, Gleiche. Vorgänger, da bin ich jetzt großzügig. Genau. Sie vertreten eine der größten Auslandbanken in der Schweiz. Hier 1500 Angestellte sind Sie eigentlich ein relativ großer Fisch, aber eben Ihr Mutterhaus, wahnsinnig groß in Frankreich. Sind Sie da so quantité negligible mit Ihrem Schweizgeschäft? Nein, überhaupt nicht, weil die Schweiz ist für uns sehr wichtig für drei Geschäfte. Das erste Geschäft, wie alle ausländische Banken, ist natürlich das Wealth Management. Das zweite Geschäft, das findet man mehr in Genf, das ist die Finanzierung vom Handel, das Trade Finance. Und das dritte Geschäft ist eigentlich ein Kerngeschäft, das ist das Corporate und Institutional Banking. Und die Bank ist seit 1872 in der Schweiz, so wir fühlen uns als eine richtige Schweizer Bank. Die Kontinuität ist für uns wichtig. Ich bin seit 27 Jahren bei dieser Bank. Und, ja. Gut, wir werden noch mehr darüber hören. Ich komme zu unserem externen Gast, und zwar ist das der Branchenbeobachter Daniel Kessler von Boston Consulting Group. Er leitet das Schweizgeschäft bei diesem Beratungskonzern, ist Partner und Managing Director bei Boston Consulting Group. Er wühlt, oder wahrscheinlich lassen Sie inzwischen wühlen, aber Sie interessieren sich für Statistiken und schauen so Form, Größe, Effizienz, Perspektiven des Schweizer Bankplatzes, auch von anderen Bankplätzen immer wieder an. Jetzt, wenn wir international schauen im Ranking, und Achtung, Sie sind in der Höhle des Löwen, aber wo steht denn da so die Schweiz im Schönheitswettbewerb mit New York, London, Hongkong, Singapur und wie sie alle heißen?
Ich glaube, die Schweiz steht nach wie vor sehr gut da, hat sich sehr gut gemeistert, auch insbesondere in Anbetracht der doch sehr einschneidenden Veränderungen über die letzten Jahre. Wenn man nur die letzten 10 Jahre seit der Finanzkrise anschaut, oder, dann hat sich einiges getan, sich verändernde Kundenbedürfnisse, Regulatorik, Digitalisierung. Ich glaube, wir werden auf all die Themen zu sprechen kommen. Und da würde ich sagen, das Glas ist halb voll. Sie würden das Fragezeichen rausstreichen aus dem Titel. Zu Hause ist es am schönsten. Zu Hause ist es auch schön. Okay, diplomatisch. Jürg Staub, ich komme zu Ihnen von der Privatbank Reichmuth. Sie hat ihren Sitz in Luzern. Sie sind für 80 Angestellte verantwortlich. Er ist umzingelt dort bei dieser Bank Reichmuth von Familienmitgliedern der Bank Reichmuth. Er selber ist aber auch mit seinem Privatvermögen unbegrenzt haftend. Von unbegrenzt haftenden Gesellschaften gibt es nicht mehr so viele in der Schweiz. Sie sind einer bei der Bank Reichmuth. Auf Ihrer Homepage steht, Verkaufsziele liegen uns fern, der Fokus liegt auf den Bedürfnissen der Kunden und deren Zufriedenheit. Welcher Kunde wünscht sich schon nicht so eine Bank? Aber mal ehrlich, am Ende des Tages müssen ja auch Sie rechnen. Natürlich rechnen wir auch im Endeffekt, aber im Grunde wollen wir unseren Kunden Nutzen stiften. Wir haben unseren Mitarbeitern keine Verkaufsziele gesetzt, wie viel sie von seien das Eigenprodukte oder wie viel Umsatz sie pro Kunde generieren müssen. Wir sind der Überzeugung, dass wenn wir es schaffen, unseren Kunden integralen Nutzen zu stiften in Finanz- und Anlagefragen, dass dann das Finanzielle, wenn man das unternehmerisch betreibt, automatisch stimmt. Das ist nur noch ein Check im Nachhinein. Also ohne Verkaufsziele, die Rechnung geht auf bei Ihnen? Ja. Ich komme zu Christoph Weber von der ZKB, stellvertretender CEO. Das Image von der Reichmuth zur ZKB, das ist nicht dasselbe, aber Sie leiten eigentlich bei der ZKB dasselbe Geschäft. Er kümmert sich ebenfalls um die betuchten Kunden, die ihr Geld bei der ZKB liegen haben. Und Sie wollen gerade mit diesen internationalen Kunden auch wachsen, weiter wachsen. Jetzt, ich plage Sie nur einmal mit dieser Frage, die ja noch im Raum steht, wann immer ein hohes Tier von der ZKB irgendwo ist. Mit diesen internationalen Kunden haben Sie sich ja schätzungsweise auch ein bisschen die Finger verbrannt. Ist die Quittung aus den USA da? Nein, die ist noch nicht da. Da warten wir und wie das ja schon verschiedentlich gesagt wurde, da haben wir kooperiert. Wir haben das getan, was wir konnten und jetzt ist der Zug auf der anderen Seite, und da warten wir mal ab, relativ gelassen, aber selbstverständlich wären wir froh, wenn wir das hinter uns lassen könnten, dann können wir uns dann auch sämtlichen Fragen widmen, die ja im Vordergrund stehen, da gibt es genügend Prioritäten. Und wachsen mit internationalen Kunden, das ist ein Ziel? Ich denke schon, ein Brand wie die Zürcher Kantonalbank, ohne dass sie einen Franken Werbung ausgibt im Ausland, hat, und das überrascht mich immer wieder, wenn Sie sagen, zu Hause ist es am schönsten, das stimmt natürlich, wenn ich hier an das Wohnen denke, wenn es darum geht, das Selbstbewusstsein für den Schweizer Finanzplatz zu schärfen, dann muss man hingegen ins Ausland gehen, weil dort hört man natürlich schon, wie das geschätzt wird, wie die Professionalität geschätzt wird, wie die Kompetenz geschätzt wird, und genau das ist der Grund, wir wachsen hier ja doppelt so stark als im Ausland mit steuertransparenten Geldern als in der Schweiz. Und ich denke, auch für eine Zürcher Kantonalbank in dieser Größenordnung braucht es diesen Schritt. Last but not least in der Runde ganz außen Claude Alain Margalisch, ein altbekanntes Gesicht in dieser Runde jeweils. Er ist seit über 20 Jahren bei der Schweizerischen Bankiervereinigung und seit 2010 ist er CEO. Da hat man ja den Eindruck, die Präsidenten, die kommen und gehen, aber er bleibt da, er kümmert sich um gute Rahmenbedingungen, er kümmert sich darum, alle Banken, sie alle irgendwie auf Spur zu bringen, auf eine Linie zu bringen, unermüdlich, auch wenn sie immer wissen, schon bevor sie ein Projekt an die Hand nehmen, allen können sie es nicht recht machen. Sind Sie unersetzlich geworden für den Bankenplatz? Nein, das glaube ich also wirklich nicht. Ich denke, im Gegenteil, man muss einfach sich jeden Tag neu erfinden und man muss irgendwo noch diese Entwicklungen, sei es im regulatorischen Bereich oder im technologischen Bereich, wirklich proaktiv begleiten. Ich denke, dass sich die Rolle eines Verbands heute komplett verändert hat, als die Zeit, als ich damals angefangen habe.
vor 20 Jahren war die Welt einigermaßen relativ klar. Also man hat gewusst, in welche Richtung das geht. Also wir haben klare Richtlinien und Stoßrichtungen von unseren Banken bekommen. Also heute ist es total anders. Ich glaube, ein Verband spielt eine viel mehr proaktive Rolle. Die Geschwindigkeit hat sich komplett verändert. Also wir sind viel mehr unmittelbar auch mit den Medien, mit der Politik involviert als vor 10 oder 15 Jahren. Und das ist eine große Herausforderung. Also das ist auch ein Grund, wieso wir vor 2 Jahren unsere Struktur intern angepasst haben, damit wir eigentlich für die Zukunft fit bleiben und proaktiv. Das kann auch ein anderer machen als ich. Also ich bin einfach jetzt nicht unbedingt unersetzbar. Aber eben, Sie sind noch motiviert, Sie bleiben noch. Ich bin extrem motiviert, weil ich finde, das Faszinierende als Finanzwelt ist jetzt auch die Geschwindigkeit mit alles, dass sich alles ändert. Auch jetzt, ich würde sagen, die Reaktionsfähigkeit auf unserem Land, also wir dann auf diesen Punkt vielleicht darauf zurückkommen. Und vor allem auch jetzt das große Engagement auch von unseren Mitgliedern, insbesondere bei uns, also in den verschiedenen Kommissionen, Arbeitsgruppen, Steuerungsausschüsse, auch im Mitglieder der Verwaltungsrat, wenn man denkt, dass das all diese Leute neben einfach sich jetzt auch ihrem Job in der Bank nur für uns unentgeltlich, also all diese Erfahrungen zur Verfügung stellen, finde ich absolut hervorragend. Das ist wirklich eine Stärke, die wir unbedingt für die Zukunft behalten müssen. Als erstes möchte ich über das Geld sprechen, und zwar, wo Sie überhaupt noch Geld verdienen. Herr Kessler, Sie schauen sich das ja jeweils an, wie schlimm steht es. Sie haben mal in Studien einen Vergleich gemacht bezüglich Margen, wie sich die entwickelt haben vor der Krise 2017 und eben wie die weg erodiert sind. Wie schlimm ist es denn wirklich? Ja, also wenn man den Bankenplatz heute im Gesamten vergleicht mit vor der Finanzkrise, dann muss man schon feststellen, dass weniger Geld verdient wird als 2007 im Rekordjahr. Handkehrum glaube ich aber schon, dass man die ganze Sache auch etwas differenzierter anschauen muss. Es gab vor einigen Jahren, wir haben das im Vorfeld kurz auch diskutiert, gab es so Schreckgespenste, die an die Wand gemalt wurden, wie dass der Finanzplatz Schweiz in sich zusammenbrechen würde, erodieren würde, gerade was das Auslandsgeschäft anbelangt, das internationale Vermögensverwaltungsgeschäft. Das ist nicht passiert, trotz Regularisierung, trotz neuer Art von Private Banking. Und insofern würde ich sagen, ja, die ökonomischen Rahmenbedingungen, die sind herausfordernder geworden. Eben, ich habe vorhin erwähnt, Regulatorik ist ein Stichwort. Die Kosten, um in diesem Geschäft operieren zu können, sind höher geworden. Die Margen sind zum Teil unter Druck, aber gleichzeitig haben wir in den letzten Jahren in den verschiedenen Geschäftszweigen auch eine Volumenausweitung gesehen in der Schweiz. Oder Stichwort Hypothekarwachstum, Stichwort Wachstum der Assets Under Management, die in der Schweiz verwaltet worden sind, und so gibt es einige dieser Beispiele. Ich glaube, der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wir eine höhere Differenzierung sehen zwischen Banken, die wirklich profitabel wirtschaften, und solchen, die im Schnitt sind, und solchen, die eben nicht profitabel sind, als das vor der Finanzkrise der Fall war. Also insofern kann man argumentieren, die Spreu, die hat sich etwas vom Weizen getrennt, und es gibt Institute, die sind sehr erfolgreich am Markt tätig, und es gibt solche, die tun sich schwieriger mit den aktuellen Rahmenbedingungen. Das heißt, das große Bankensterben, das kommt vielleicht erst noch? Oder die große Fusionitis? Ja, ob die erst noch kommt, ich meine, wenn Sie die Zahlen, die Anzahl der Banken sehen, wie sich die in den letzten 10 Jahren entwickelt haben, dann glaube ich, 2007 haben wir rund 330 Institute gehabt, jetzt sind wir bei rund 260 Instituten, da ist schon einiges passiert. Sind wir am Ende dieser Entwicklung? Ich würde meinen, nein. Möchte da gerade noch anknüpfen, die Frage, die dann immer kommt, ist, ja, sind die kleinen Banken nicht überlebensfähig, oder? Ich glaube, das würde ich nicht so pauschal sagen. Eine kleine Bank, die ein sehr fokussiertes Geschäftsmodell hat in Bezug auf Marktsegment, Angebot, das sie ihren Kunden zur Verfügung stellt, die hat durchaus auch in der heutigen Zeit eine Überlebenschance. Der kleine Allesanbieter, der wird sich schwierig tun im aktuellen Umfeld. Er hat über Sie gesprochen, hat er recht? Also wir sind kein Allesanbieter, wir vergeben keine Kredite, also oder Lombardkredite im bescheidenen Ausmaß. Wir sind mehr auf der Anlageseite und als Sparingpartner für unsere Kunden unterwegs. Und ich denke, wir sind sogar ziemlich fokussiert auf die Schweiz, den deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und UK. Das machen wir seit eh und je.
und es läuft gut, wir sind ganz zufrieden. Aber hatten Sie mal mehr Zielmärkte? Also ist es diese Konzentration auf drei Märkte, das war schon immer so? Also es ist einmal über die Zeit, wir haben mal mit Schweiz, Deutschland begonnen vor 20 Jahren. Dann kam opportunistisch Österreich dazu und UK, weil Kunden dahin gezogen sind. Und wir dann gesagt haben, wir begleiten die weiter und nutzen die Opportunität, um auch uns da ein bisschen aktiver auszubreiten. Und mehr Länder zu haben, das wäre dann zu teuer? Oder mehr Länder abzudecken? Das sehe ich nicht als unsere Strategie. Weil bei Ihnen, bei BNP Paribas, ist mir aufgefallen, Sie hatten mal Kunden aus 170 Ländern, jetzt sollen es noch Kunden aus 60 Ländern sein. Das wäre eine radikale Reduktion. Ich nehme an, das war eine Art Sparüberlegung. Also Sie sprechen vom Wealth Management. Genau. Es war keine Sparüberlegung. Es gab verschiedene Überlegungen. Es gab zum ersten eine strategische Überlegung, um zu sagen, wir wollen Kunden betreuen dort, wo die Bank tätig ist und wo die Bank eine Präsenz hat. Und das ist bei 75 Ländern, bei der Privatbank ein bisschen weniger. Es gibt der zweite Punkt ist natürlich gewisse Länder, wo wir aus Corporate and Social oder Sustainability nicht mehr Geschäfte machen wollen und wir aus den Ländern ausgestiegen sind. Und dann ist es natürlich kompliziert, wenn Sie im Wealth Management, und nochmals, ich bin nicht der Wealth Management Spezialist, aber vom Wealth Management, muss man auch aus Effizienzgründen sagen, okay, wenn man schon in über 60 Ländern dabei ist und überall in diesen Ländern die ganzen Abrechnungen oder die Tax Reports machen muss, dann ist effektiv, dann muss man sich überlegen, wo die Bank strategisch investieren will und wo sie fokussieren will. Und heute, ich denke, das ist eine Strategie, die meisten Banken geführt haben. Wir sind nicht die Einzigen, die das massiv reduziert haben. Aber effektiv, wir wollen effizienter sein dort, wo wir präsent sind. Ja. Bei Ihnen, Herr Weber und Herr Blessing, Sie bieten ja die ganze Palette an. Privatkunden, Kleinkunden, Firmenkunden, Asset Management, tutti quanti. Wo verdienen Sie noch Geld oder spannender ist eigentlich eher die Frage, wo verdienen Sie eben nicht mehr so viel Geld, wie das vor der Krise war? Wo drückt der Schuh am ehesten, wenn es darum geht, Marge zu generieren? Möchten Sie beginnen? Ich glaube, Sie haben zwei Fragen gestellt. Wo verdienen wir noch Geld und wo verdienen wir weniger? Na, spannender gesagt, ist immer, wo Sie weniger verdienen. Ich habe beinahe gesagt, auf beide Fragen kann man mit fast überall antworten. Also eigentlich verdienen wir, wenn Sie angucken, in unseren Geschäften durch die Bank noch zufriedenstellend Geld. Wir sehen aber in den meisten Geschäften, dass sozusagen das, was man mal vor der Krise gesehen hat, an Gewinnen und Returns nicht mehr heute so hoch ist, wie das damals war. Das hat aber nicht nur mit der Regulierung, es hat zum Beispiel auch was mit dem Zinsniveau zu tun. Da bleibt dann halt bei manchen Geschäften einfach etwas weniger übrig, aber immer noch auskömmlich. Diese Unterschiede in den Geschäftsmodellen tut dem Schweizer Finanzplatz sehr gut. Ich halte nichts davon, wenn man so sagt, dass die kleinen Banken verschwinden, die großen bleiben bestehen. Man muss wirklich heute genau in die Bank hineinschauen. Wir verdienen gutes Geld nach wie vor. Wir verdienen konstant seit Jahren etwa zwischen 600 bis 700 Millionen Reingewinn. Da kam mal die Frage, ja, bei euch bewegt sich ja gar nichts, ihr geht ja immer seitwärts, das ist dann auch nicht gut, also dann muss man zwischendurch Verlust machen, damit man wieder positive Nachricht setzen kann. Also ich will damit sagen, was dahinter alles passiert ist, ist enorm. Man hat zum Beispiel Kapitaldecken verstärkt. In diesen letzten Jahren wurde allein bei unserer Bank 4 Milliarden an zusätzlichem Eigenkapital geschaffen. Das fehlt natürlich dann teilweise in den Ertragspotenzialen. Wir haben auch Effizienz gewonnen. Wenn ich sehe, wie groß die Bank vor einigen Jahren war, die war nicht viel größer als heute, aber der Effizienzgewinn, die Wertschöpfung pro Mitarbeiter ist enorm. Also hier ist einiges passiert und ich glaube auch zukünftig werden wir große Wachstumspotenziale sehen. Stichwort Vorsorge, Stichwort Asset Management, Stichwort Stiftungen. Allein in der Schweiz haben wir an diesen drei Themen enorme Möglichkeiten. Sie sind gar nicht so unzufrieden mit den Margen, die Sie jeweils in den Studien sagen, die wegerodiert sind von irgendwie 40 Basispunkten auf noch 20 bis 25 in der Vermögensverwaltung Schweiz. Worauf stützen denn Sie sich, wenn Sie sagen, das ist, oder lernt man einfach damit leben?
Ja, ich glaube, die Institute, Herr Weber hat es angesprochen, die haben sich schon auch angepasst. Also ich glaube, es ist Fakt, dass die Ertragsmargen zurückgegangen sind, dass die Kosten per se, um in diesem Geschäft aktiv zu sein, in die Höhe geschnellt sind, aus einer Reihe von Entwicklungen, und sich damit die Profitabilität im Schnitt verschlechtert hat, im Vergleich eben mit vor der Finanzkrise. Aber ich meine, wir haben ja in der Schweiz nicht Bankmanager, die jetzt da sitzen und dann sagen, ja, jetzt ist es halt so, oder? Also dann wird gearbeitet, es wird an dem Kundenerlebnis, an den Angeboten gearbeitet, um diese zu verbessern, so um neue Produkte, neue Kategorien zu erschließen und damit den Kunden besser zu bedienen und damit sich neue Ertragsströme zu erschließen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, es wurde massiv investiert eben in Effizienzprogramme, in Kostenprogramme, in Automatisierung, Digitalisierung von Kernprozessen. Ich bin der Ansicht, wir sind hier noch lange nicht am Ende dieser Reise, wahrscheinlich erst irgendwo im ersten Fünftel. Ich glaube, da kommt noch ganz viel auf uns zu in den nächsten Jahren mit Robotics, Artificial Intelligence, Automatisierung von Prozessen, die die Banken noch effizienter machen wird und damit auch das Profitabilitätspotenzial wieder erhöhen wird. Sind die Margen denn eigentlich heute eher auf dem Niveau, wo Sie, Herr Margalisch, sagen, das ist so ein vernünftiges Niveau für ein Bankgeschäft? Waren Sie vielleicht früher einfach, wo man auch noch vom Schwarzgeld profitiert hat, waren sie damals eher zu hoch und heute hat sich das normalisiert? Ich glaube an für sich, dass die Problematik anders gestaltet werden kann. Ich glaube also, das ist völlig klar, wir stellen einfach jetzt fest, der Wettbewerb ist gestiegen, auch im Inland, also es gibt einfach jetzt mehr Player. Mit der Technologieentwicklung sind neue Player, die nicht mehr typische Banken sind, die auch jetzt plötzlich auf dem Markt auftauchen, und das hat natürlich auch eine Implikation, also auf jetzt die Margen, das ist das der erste Faktor. Der zweite Faktor meines Erachtens, und das ist ein wirklich wichtiger Faktor und wir sind dafür verantwortlich, dass eigentlich jetzt dennoch die Rahmenbedingungen also immer noch stimmen. Und ich denke, also da ist für uns ein zentraler Punkt, dass die Differenzierung bei der Regulierung einfach konkretisiert wird. Ich möchte ein konkretes Beispiel geben. Wir sind im Bankenbereich immer mehr von internationalen Empfehlungen abhängig geworden, die internationalen Organisationen entscheiden. Und wir müssen dann auch diese Regulierung meistens umsetzen und man hat kaum oder wenig Handlungsfreiheit, um eigentlich diese Differenzierung machen zu können. Und das endet zum Beispiel mit Liquiditätsvorschriften, die sie vom Basel-Ausschuss denn da erlassen werden, die bei einer regionalen kleinen Bank mit einem 40-seitigen Fragebogen, die jeden Monat kommen, aufhänglich, die man erfüllen muss. Und diese Bank, die hat nicht mal ein Drittel von diesen Risiken, die in diesem Fragebogen sind. Und da ist ein Problem, dass eigentlich jetzt diese Empfehlungen Telkeller so übernommen werden müssen. Und wir sind auch bei der FINMA vorstellig gewesen, und das ist ein großes Anliegen, dass wir das jetzt haben, dass diese Vielfältigkeit auch bei dieser Differenzierung, bei der Regulierung unbedingt. Weil ich meine, das hat natürlich also auch einen Einfluss auf die Margen, insbesondere von den mittleren kleinen Banken, die eigentlich jetzt vom Risiko und vom Geschäftsmodell gar nicht so exponiert sind wie anderen Player. Und da müssen wir extrem aufpassen, weil wenn Sie an diese Empfehlungen addieren zusammen, dann kommen Sie am Ende ja natürlich auch mit einer Explosion auch von den Kosten. Und ich denke, das ist ein lavierendes Verfahren. Man sieht das nicht unbedingt, aber man, mit der Periode sieht man eigentlich jetzt, was auch die Auswirkung ist. Und ich denke, also, das ist wirklich noch ein Element, also, an dem wir noch arbeiten müssen. Wie stark kann die Schweiz da justieren, wenn Sie selber vorhin gesagt haben, es gibt da die internationalen Zwänge, wo man sich einfach punkto Regulierung auch fügen muss, um weiterhin anerkannt zu bleiben, um Marktzutritt zu behalten? Die Schweiz kann natürlich sich anbinden. Also ich meine, das ist so, dass wir seit jetzt wirklich vielen Jahren immer noch proaktiver, denn da noch in diesen internationalen Organisationen, also via eigentlich eine gute Zusammenarbeit auch mit den Behörden, also dass wir denen erklären können, also wenn diese Empfehlung oder diese Regulierung auf internationaler Ebene so kommt, hat sie dann für sich jetzt dann auch so eine Implikation. Wir sind nicht allein, wir sind auch Mitglied von internationalen Organisationen, also auch von dem Europäischen Bankenverband, von dem International Banking Federation, also von dem die Direktorin jetzt auch heute bei uns sitzt. Also ich meine, alle diese Gremien sind auch extrem wichtig, dass wir unseren Einfluss als kleines Land da doch noch, denn da noch üben können. Und ich muss sagen an für sich, dass die Eingaben, die wir machen, also zum Beispiel bei der OECD zum letzten Mal, die sind sehr geschätzt und vor allem, also die werden berücksichtigt. Also ich meine, das ist auch deshalb zentral, dass wir uns proaktiv eingeben und nicht einfach passiv warten, also bis diese Empfehlungen adressiert werden und dann sind wir nur noch da und müssen wir umsetzen. Also man muss viel mehr antizipieren, man muss viel mehr schauen, was kommt eigentlich jetzt denn und wie können wir uns besser einbringen. Wie erleben Sie das im Alltag, Herr Staub, als Vertreter einer kleinen Privatbank, deren eben mit
solchen Regulierungsanforderungen konfrontiert ist? Ja, also ich meine, ich sehe die Problematik, dass die Schweiz einem großen Druck ausgesetzt ist. Wir sind immer noch der größte Vermögensverwalter im grenzüberschreitenden Geschäft. Und für Privatkunden. Und natürlich gibt es da auch Neider, ich sage jetzt mal so. Und der Druck, der ist enorm. Und man muss dann sich sehr taktisch überlegen, wo man ein bisschen nachgibt und wo nicht. Aber ich möchte da schon den Aufruf machen, dass wir mehr Mut bräuchten in der Schweiz. Oder wenn ich als kleine Bank entscheide, dass ich im deutschen Markt aktiv sein will, wir sind, glaube ich, die erste Bank, wie ich gehört habe, die von diesem erleichterten Freistellungsprozess Gebrauch gemacht haben. Und wir haben ein Gesuch eingereicht bei der BaFin. Wir hoffen, in den nächsten 2 Monaten einen positiven Bericht zu kriegen. Wenn ich dieses Gesuch einreiche und da aktiv bin, dann ist es logisch, dass ich die deutschen Rules and Regulations einhalten muss. Das ist klar, also da muss ich MiFID-konform unterwegs sein, sonst kann ich dieses Geschäft nicht machen. Aber ob ich dann wegen diesem internationalen Druck sage, wenn wir in der Schweiz haben von der Historie her einen unglaublichen Vorteil und das ist eine gewisse Mündigkeit unserer Einwohner und Bürger. Das zeichnet sich auch in der direkten Demokratie ab. Und wieso wir jetzt diesen Bürgern, dass wir die mehr und mehr entmündigen müssen, nur weil das Ausland das sagt, und die mit Formularen und Risikoprofilen und weiß ich was überhäufen, da stelle ich also ein grosses Fragezeichen. Und ich bin also nicht der Meinung, dass uns das schlussendlich hilft. Im Inland. Ihnen nicht oder den Kunden nicht? Manchmal geht es ja auch um Kundenschutzfragen. Auch den Kunden nicht. Ich bringe da ein konkretes Beispiel. Kürzlich habe ich von einem Kunden aus Deutschland, der in Deutschland bei einer deutschen Bank auch Kunde ist, eine E-Mail erhalten mit einem 8-seitigen Brief seiner Bank. Der hat da anscheinend ein Anlageberatungsmandat und auf diesem 8-seitigen Brief waren etwa 6 Verkaufsempfehlungen und 6 Kaufempfehlungen, alle beschrieben, da halbseitig praktisch fast pro Position. Und der hat dann dieses E-Mail mir oder dieses Schreiben mir weitergeleitet mit der Frage: Herr Staub, was denken Sie davon? Was soll ich machen? Ich verstehe das nicht, was die da schreiben. Das ist MiFID. Das ist Überregulierung. Da habe ich ein riesiges Problem. Ich bin ein liberaler Mensch, von der Eigenverantwortung überzeugt. Und ich glaube, dieses Gut, das hat die Schweiz stark gemacht, auch in Form der direkten Demokratie. Und dazu bräuchte es Sorge zu tragen. Und da stelle ich leider eine gewisse Mutlosigkeit von verschiedenen Behörden und Playern fest. Mache ich noch einen Schritt zurück. Haben wir denn einen Sündenbock für diese Situation? Ist der vielleicht sogar in der Bankbranche zu finden, weil nicht immer alle Kunden gut aufgeklärt wurden? Also dass wir eine Mitverantwortung haben, da bin ich voll dieser Meinung. Und das ist wirklich nicht mein Lieblingsthema, die Regulation. Weil ich finde, wir müssen uns dann einsetzen, wenn über Regulation gesprochen wird, wenn Veränderungsprozesse angestoßen werden, sei das international, sei das national. Da haben wir häufig zu lange gewartet. Wir haben nicht mit einer Stimme gesprochen, mit den Konsequenzen, die es gehabt hat. Wenn die Regulation da ist, ob sie gut ist oder nicht gut, sind es für mich nur noch Marktrahmenbedingungen. Ich verschwende keine Energie mehr, hier gegen etwas zu kämpfen, was ich dann in diesem Moment nicht verändern kann. Und tatsächlich haben natürlich gewisse Ereignisse in der Bankenwelt, nicht im Speziellen in der Schweiz, aber auf nationaler, internationaler Ebene vor allem, auch dazu geführt, dass dieses Thema natürlich im Sinne des Anlegerschutzes eine viel größere Bedeutung bekommen hat. Die fast philosophische Frage, die mich wirklich beschäftigt, ist: Was bedeutet das für die Eigenverantwortung des Anlegers? Wenn sämtliche Entscheidungen praktisch delegiert werden in Formulare, in Protokolle und wir darüber reden, wir erhöhen Transparenz und Aufklärung beim Kunden und erreichen genau das Gegenteil, das macht mir viel mehr Sorgen. Vielleicht Sie beiden, weil Sie kennen den französischen Markt sehr gut und Sie den deutschen noch von der Commerzbank-Zeit sehr gut. Wie haben Sie die Regulierungsdiskussion dort erlebt? Alles genau gleich, die Banken klagen genau gleich und die Regulatoren sind genau gleich böse? Ja, ziemlich kopierbar. Ich sage mal, die Themen, um die es da geht, sind ja immer in 3 Themen. Das eine ist rund um Kapital- und Liquiditätsvorschriften. Da gibt es jetzt einen internationalen Prozess. Da muss man nur aufpassen, dass im Fineprint des einzelnen Landes man da nicht so ein Goldplating
also es jetzt sozusagen drüber macht, ansonsten bin ich da bei Herrn Weber, dann ist halt die Regulierung eine Rahmenbedingung, die ist für alle gleich und dann muss man damit leben. Das zweite Thema geht rund um Compliance, Know Your Customer Themen und das dritte sind dann eben eigentlich Konsumentenschutz-Themen an der ganzen Frage der Aufklärung. Da läuft die Debatte relativ ähnlich und natürlich passiert da, verstehe ich Herrn Staub auch, passiert etwas, dass Sie am Anfang als Bankenbranche sagen, okay, eigentlich wird jetzt hier etwas zu sehr überreguliert, also das Gespräch zwischen Kunde und Bank muss dann sehr stark protokolliert werden aus Schutz des Kunden. Und wenn Sie da ein bisschen praktische Erfahrung haben, wissen Sie ja, dass es leider so ist, dass es einen Teil der Kunden gibt, die sehr asymmetrisch reagieren. Was meine ich damit? Wenn die Anlageempfehlung gut geht, dann waren Sie ein guter Investor, der Kunde, und die Bank hat sozusagen den Auftrag ausgeführt. Wenn die Investition schlecht ist, dann sind Sie von der Bank schlecht beraten worden und eigentlich unschuldigerweise über den Tisch gezogen worden. So. Das passiert ja auch, das sehen Sie dann auch bei Klagen. Und dann fangen natürlich die Banken an zu sagen, okay, jetzt gibt es die Beratungsprotokolle schon mal, jetzt schreibe ich die auch so, dass hinterher ganz klar ist, dass auch das Klagerisiko der Bank reduziert wird. Ja? Und in diesem Abgleich kriegen Sie dann am Schluss einen sozusagen Regulierungswust, der weder dem Kunden noch der Bank wirklich hilft. Ich mache mir das immer relativ einfach. Ich sage eigentlich, wenn Sie dem Kunden etwas empfehlen und er kann es abends beim Abendessen seinem Lebenspartner nicht mehr erklären, dann ist unklar, ob er es wirklich kaufen sollte. Ja, also dann bin ich immer so sehr Warren skeptisch. Buffett-Stil. Ja klar, muss er sagen, es muss einfach genug sein, wenn er sagt, jetzt saß ich hier beim Banker und jetzt geht er nach Hause und sagt, du Hilde, jetzt erkläre ich dir, was der machen soll und er kann es nicht erklären, dann sollte er lieber nochmal drüber nachdenken, ob er das machen sollte. Sitzen denn Sie haben ein sehr großes Mutterhaus. Ist es für Sie einfacher, all die Regulierungsanforderungen in all den Ländern für all die Geschäfte, die Sie tätigen, stemmen zu können, überblicken zu können? Ist das einfacher, wenn man ein Konzern ist mit 192.000 Angestellten oder sind Sie da irgendwie alle im gleichen Boot? Nein, ich meine, BNP Paribas ist eine Schweizer Bank. Wir sind nicht eine Zweigniederlassung wie die meisten Banken, die ausländischen Banken in der Schweiz. Wir sind eine Schweizer Bank. Darum sind wir an FINMA unterstellt. Ich meine, wenn wir von Europa sprechen, EMIR, MIFID, das ist die europäische Regulation, da gibt es keinen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Und es ist im Interesse der Schweiz, ihre FINMA-Regulation anzupassen. Es gibt ja öfters, wenn man über dieses Thema liest, es ist ein Copy-Paste, was man jetzt in Europa gemacht wird. Aber was uns betrifft, wir sind natürlich als Schweizer Bank der Schweizer Regulation unterstellt. Das Problem ist, ich glaube, wenn es ein Copy-Paste, und ich sage gar nicht, dass die europäische Regulierung immer die beste ist, Problem oder der Vorteil wäre, wenn es ein Copy-and-Paste wäre, dann würdest du es als Bank, die grenzüberschreitend in verschiedenen Ländern ist, einmal machen müssen. Die Schwierigkeit passiert ja immer, wenn es sehr, sehr unterschiedliche, wenn es sozusagen ein Copy-Paste auf einem niedrigen Niveau ist, kriegst du es auch einfach umgesetzt. Wenn es sehr unterschiedliche Anforderungen sind, dann bist du halt dabei, es mehrfach zu installieren und dann wird es auch bei Geschäft, das mal mit dem Kunden nur in der Schweiz läuft, mal grenzüber, dann wird es halt einfach komplexer und dadurch Komplexität treibt halt immer Kosten. Ja. Aber da sind wir dann auch manchmal selbst schuld. Ja, klar. Wenn ich dann die Gesetze anschaue und wie die unterschiedlich dann uminterpretiert werden und dann gibt es nicht nur noch einen Swiss-Finish, sondern einen Finish jeder einzelnen Bank, der dann am Schluss noch komplizierter ist als das, was eigentlich das Gesetz vorgegeben hätte. Da gibt es dann schon noch intelligentere Vorgehensweisen und das, finde ich, ist, da spielt dann auch die Digitalisierung eine große Rolle, wo man gerade diese Regulationsfrage auf intelligente Art und Weise mindestens ein bisschen auffangen kann. Das wird nicht alle die Probleme, die Sie wurden zu Recht angesprochen, beseitigen, aber das kann man intelligenter umsetzen, als wir das teilweise tun. Digitalisierung möchte ich gerade aufnehmen und auch gerade bei Ihnen bleiben. Kurze Ergänzung. Ja. Thema, was man nicht vergessen muss, wenn man zurückblickt auf 2008 und die Krise, die eben wegen, man übertreibt auf beiden Seiten. Vor 2008 bis zur Finanzkrise wurde übertrieben. Also wurden Produkte verkauft, die diese Krise brachte. Heute geht man in die andere Richtung und will man über Transparenz.
Und man übertreibt in die andere Richtung. Aber wie Herr Weber gesagt hat, wir haben keine Wahl, wir müssen uns anpassen und das ist die Regulierung. Digitalisierung, ich nehme es noch einmal auf, und zwar war das heute Nachmittag ja schon in diesem Seminar ein Thema. Unter anderem ging es da bei der Luzerner Kantonalbank um das Crowdbanking oder die Glarner Kantonalbank, die ging ja vor einigen Jahren voran mit ihrem Hypomaten, also eine kleine Bank. Wer hat sich schon um die Glarner gekümmert? Die sagen, wir können jetzt bei uns Hypotheken online abschließen. Das war dann auch lange die digitalste Bank der Schweiz. Diesen Rang musste sie jetzt an die Hypi Lenzburg abtreten, die übrigens von einer Frau geführt wird, die sehr tech-affin ist, von Marianne Wildi. Herr Weber, wo sind denn eigentlich Sie als die größte Kantonalbank? Das sind alles kleine Banken. Luzerner, Glarner, Hypi Lenzburg. Wo sind denn Sie von einer Größe von ZKB, die wirklich als Player die Digitalisierung vorantreiben könnte? Es erschüttert mich natürlich, dass Sie diese Frage mir so stellen. Wenn es darum geht, ich gratuliere diesen beiden Banken auch für den Mut, ein Thema angefasst zu haben, wo vielleicht der Business Case, den kenne ich nicht, noch nicht, sagen wir mal, alle Zahlen so überzeugend waren, aber mal gesagt haben, wir glauben an das Thema, das wird wachsen, das ist gut, das wird auch medial aufgenommen. Aber die Digitalisierung hat vor 20 Jahren angefangen. Die Zürcher Kantonalbank war eine der ersten, die das Online-Banking, ein funktionierendes Online-Banking den Kunden zur Verfügung gestellt hat. Heute haben wir Mobile-Banking und mich interessieren die digitalen Prozesse im Moment viel stärker im internen Verarbeitungsprozess end-to-end, durchgängig über alle Kanäle. Das ist, weiß Gott, nicht spannend. Das wird auch nicht die großen Schlagzeilen produzieren, aber dort werden wir natürlich einiges an Effizienzgewinnen einkassieren. Und am Schluss hoffentlich wird das der Kunde spüren durch einfachere, schnellere Zugänge zu Produkten, zu Leistungen. Ein App zu produzieren, das ist gar nichts. Das machen Sie heute in 48 Stunden. Das ist auch keine technologische Meisterleistung, hat mit Digitalisierung relativ wenig zu tun. Wird aber natürlich dann sehr stark aufgegriffen. Und hier muss man schon sagen, wir fühlen uns in der Rolle des Smart Followers sehr wohl, zu schauen, was passiert, wo entsteht Wertschöpfung, wo sind es nur Ideen, die aufpoppen, wieder verschwinden. Wir denken, wir haben nicht das Geld, hier zu viele Fehler zu machen. Aber wir sind am Thema Digitalisierung, Online-Banking, Mobile-Banking, Twint und so weiter. Da könnte ich Ihnen einige der Projekte noch aufzählen. Wir sind ja auch im Bereich Startup, im Pionier-Projekt schon seit 2005 dabei, haben schon über 100 Millionen in Fintech-Unternehmen investiert. Das ist ja auch eine Rolle, die wir wahrnehmen. Und das, denke ich, ist wichtig. Die haben ihr Thema. Wenn ich heute eine Bank gründen würde, würde sie wahrscheinlich auch nicht aussehen wie die Zürcher Kantonalbank. Aber wir haben eine gute Bank mit einem Geschäftsmodell. Dort hat die Digitalisierung Platz, dort, wo ich es erwähnt habe, aber wir können nicht die Bank total ersetzen und ein Fintech-Unternehmen hinstellen. Das wird nicht funktionieren. Also Sie sind ein Smart Follower, sagen Sie, bei der Digitalisierung, bei der UBS. Sie sind auch nicht gerade der Frontrunner, hat man jeweils den Eindruck. Sergio Motti vor ein paar Jahren hat immer gesagt, ja, wir sind eine große Bank, wir können uns die Digitalisierung leisten, schwierig ist es für die Kleinen. Wenn ich jetzt diese Schlagzeilen, diese Beispiele anschaue, trocknen die Kleinen die großen Banken ab? Das glaube ich nicht. Sie müssen sich ja die Volumina angucken. Ich war ja auch mal in der Branche von Herrn Kessler tätig und ich erinnere mich, irgendwie 1989 haben wir Papiere geschrieben über Direktbanken. Ja, war damals so Telefon, Fax, fing dann irgendwann mit Online an. Wenn ich mir die Papiere heute noch angucke, dann müsste, glaube ich, im sozusagen zum Jahrtausendwechsel oder kurz danach die Filialen eigentlich verschwunden sein. Es gibt in der Schweiz, glaube ich, immer noch 3.200. Ja. Was ist passiert? Natürlich kam da ein bisschen Innovation. Die hat dann auch für einen Teil der Kunden die Bedürfnisse erfüllt und hat Sinn gemacht. Und dann haben die etablierten Spieler relativ schnell auch gesagt, okay, bei mir kannst du jetzt auch Telefonbanking machen, bei mir kannst du auch das Online-Thema machen. Und dann ist sozusagen das Wachstum dieser Spieler, der anderen, der reinen Direktbanken wieder wesentlich langsamer geworden, weil der Leistungsabstand dann plötzlich nicht mehr so da war. Und wenn Sie gucken, Bank ist zum großen Teil natürlich ein Bestandsgeschäft. Wie viel Hypothekenbestand haben Sie? Wie viel Depotbestand haben Sie? Und die Digitalisierung, bin ich völlig bei Herrn Weber, Sie müssen den Bestand digitalisieren. Für
ich sag mal, 10.000 Neukunden etwas Neues zu machen, ist relativ einfach. Den Bestand und die Prozesse dahinter zu digitalisieren, ja, das ist die Schwierigkeit. Den Abschluss einer Baufinanzierung, eines Hypothekengeschäfts online zu machen, ist relativ einfach. Wie schaffen Sie es, dass hinterher keiner mehr Papier in die Hand nimmt und dass das Ding nicht noch dreimal irgendwo in einem Center ausgedruckt wird, bearbeitet wird und dann wieder irgendwo gescannt und abgedruckt wird in ein System. Es gibt ja auch Leute, die glauben, dass ein PDF Digitalisierung ist. Ja, das ist ein Foto von einem Dokument. Ja, da können Sie hinterher mit den Daten nichts anfangen, nichts auswerten. Sie müssen das in Ihre Systeme reinkriegen. Und ich glaube, da sind wir als UBS ziemlich gut, ziemlich weit und es gibt wenig Sachen, die Sie bei uns nicht auch auf Ihrem Mobile machen können. Ja. Wie durchdigitalisiert sind die Schweizer Banken? Herr Kessler, Sie haben den Blick von außen. Ja, ich habe vorhin gesagt, oder ich glaube, die Banken stehen hier schon am Anfang der Reise. Und klar, eben Digitalisierung ist mit E-Banking, Online-Banking ist seit langem ein Thema, das steht außer Frage, oder? Aber wenn man sich eigentlich anschaut, was möglich ist, eben in Paperless-Verarbeitung oder so, dann glaube ich schon, und ich sehe das als in meiner Arbeit als Berater und zum Teil auch als Kunden, von der einen oder anderen Bank, wie viel Papier ich noch kriege, oder wie viele Prozesse nicht durchgängig durchgetaktet sind und einfach sind, sodass ich innerhalb von 24 Stunden ein Produkt kaufen kann, ein zusätzliches Konto eröffnen kann, meine Hypothek verlängern kann oder so, dann glaube ich, haben wir hier noch massiv Potenzial und das wird die Industrie auch heben können. Vielleicht noch zu diesen Beispielen, die immer in der Presse zitiert werden. Also in der ökonomischen Relevanz im Gesamtkontext für den Sektor teile ich sehr stark die Meinung von Herrn Blessing und wie er es skizziert hat. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass solche Institute wichtig sind, seien es traditionellere Banken, die neue Dinge ausprobieren, oder seien es Fintechs, die mit neuen Innovationen, neuen Ideen kommen und die an den Markt bringen. Ich glaube aber auch nicht, dass eben gegeben, dass das ein Bestandesgeschäft ist, dass wir sagen können, in 5 Jahren werden plötzlich die 50-60% des Marktes beherrschen. Ich glaube viel eher, dass jene Banken, die es schaffen, einzelne dieser Ideen gezielt relativ flexibel in ihr Geschäfts- und in ihr Betriebsmodell zu implementieren, dass die Gewinner von morgen sein werden und in einem Markt, der eigentlich ja doch recht gesättigt ist wie der Schweizer Markt, dann auch Marktanteil von anderen Instituten gewinnen können. Wie lösen denn Sie das, Herr Staub, bei Reichmut mit der Digitalisierung? Sind Sie angewiesen oder experimentieren Sie auch mit Fintechs, mit Ideen von außen oder haben Sie die ganze IT ausgelagert und lassen sich von externen Vorschlägen machen? Also wir haben uns seit Beginn auf unsere Kernkompetenzen, das ist die Kundenbedürfnisse zu erkennen und die Finanzmärkte zu verstehen, fokussiert. Das heißt, alles, was irgendwo mit Prozessen zu tun hat, haben wir nach Möglichkeit ausgelagert, weil wir der Überzeugung sind, dass andere das genauso gut können und dass wir uns da nicht abgrenzen am Markt. Und wir sind sicher, also wir verfolgen sicher, was in der digitalen Szene geht und was diese Attacker im Sinn haben und wie sich das allenfalls auf unser Geschäft auswirken könnte. Und da sage ich, wir sind auf die Endkunden, Unternehmer, Unternehmerfamilien und Top-Führungskräfte ausgerichtet. Ich bin überzeugt, dass wir diese Personen auch in 10, 20 Jahren noch vertrauensvolle Sparringpartner in Finanz- und Anlagefragen brauchen. Das ist die Rolle, die wir spielen. Das Fleisch und Blut. Das gleiche Blut. Aber ob wir in 20 Jahren noch eine Banklizenz brauchen, um unser Geschäft zu betreiben, das stelle ich also in Frage. Frau Kruse, was Sie beim Anlagethema machen können, Sie können ja sagen, ich muss das Bedürfnis des Kunden verstehen. Das heißt, ich muss ja verstehen bei der Anlage, wie lang will er anlegen, mit welchem Ziel, welches Risikoprofil hat er, welche Sachen spielen da rein, braucht er das Geld mal früher, welche Flexibilität. So, daraus können Sie ein ideales Portfolio für den einzelnen Kunden entwickeln. Das können wir machen. So, was wir jetzt machen, wir bieten dem Kunden an, in einem Produkt, kriegt dieses optimale Portfolio. Ja. Ich kann ihm jede Nacht nicht nur die Performance nachrechnen, ich kann ihm auch nachrechnen, wie durch das, was er tut oder das, was am Markt passiert, dieses Portfolio, sein eigenes, sich von dem Optimalen entfernt, kann ihm jeden Tag anbieten, er kann es nachadjustieren oder nicht, kann ihm das auch in einem, sagen, Set anbieten, dass jetzt nicht jede Transaktion ihn Geld kostet, sondern das gesamte Paket. Er kann das auf Tagesbasis machen, kann das auf Wochenbasis machen, er kann es lassen, er kann es monatlich einmal nachziehen. So, das heißt also, ich kann
über die Digitalisierung, weil nur dann geht das, über die Technik, das, was der Kunde will, in einem automatisierten Prozess für hunderttausende Kunden mit globalen Portfolien nachrechnen. Das kriegen Sie nur hin, wenn Sie ein Rieseninvestment in die IT machen, aber gleichzeitig vorne auf der Beratungsecke genau verstehen, was der individuelle Kunde will. Denn Sie haben nicht das eine Standardportfolio, sondern Sie haben sozusagen eine große Anzahl von individuellen Portfolien, die Sie dann immer wieder im Interesse der Kunden mit viel Technik optimieren können. Und genau das Optimieren passiert ja dann häufig mit Partnern. Ich sehe diese nicht als Angreifer oder primär Konkurrenten. Die entwickeln enorm viel Innovation, die in einer Bankenstruktur wie bei uns gar nicht entstehen könnte. Und wenn ich uns sage, sage ich, die großen Banken, die haben weder die Denkweise noch funktioniert die IT so. Es braucht diese Fintechs, um Ideen zu entwickeln, und die meisten erfolgreichen Konzepte entstehen im Verbund mit den größeren Banken. Weil eines müssen wir klar sehen, Banking braucht Bestand, Custody-Kompetenz, Handelsplattformen. Ohne das machen sie kein Börsengeschäft. Die Banken haben leider diese Kompetenz praktisch über Jahre gratis abgegeben, nichts dafür verlangt. Im Moment ist aber der Vorteil, dass immer, wenn jemand in diesem Bereich Fuß fassen will und sich einen Teil der Wertschöpfungskette ausgesucht hat, wird er irgendwann zum Thema kommen, dass er im Moment noch, nicht zuletzt getrieben auch durch die Regulation, eine Bank braucht, um gewisse Dinge abzuwickeln. Sonst geht es nicht. Und ich finde das gut so. Hier die Fintechs, die Innovationen hereinbringen, hier die etablierten Banken, unterschiedliche Größenordnungen, die sich das nehmen, was sie brauchen, oder Kooperationen entstehen oder Outsourcing-Modelle fahren. Das bewegt die ganze Szene, und ich finde das spannend. Die Banken müssen lernen, in einem solchen bewegten Umfeld von Outsourcing, Insourcing, Zusammenarbeit, Kooperation mit Fintech-Unternehmen zu arbeiten. Das ist eine Kompetenz, die hatten wir über Jahre nicht entwickelt, und jetzt wird sie angestoßen. Digitalisierung und auch Innovation, das gehört ja dazu, betrifft alle, jedes Unternehmen, nicht nur Banken. Wir investieren massiv in Digitalisierung, und aus zwei Gründen. Erstens, weil das ist ja das Mittel zum Zweck. Wir investieren auf einer globalen Basis als eine Gruppe. Wir haben auch Projekte, die wir von der Schweiz aus machen. Der Paperless, das zum Beispiel, ich habe vom Trade Finance vorhin gesprochen, da hat es ein massives Potenzial, um Paperless zu verbessern. Und natürlich, es entsteht aus Bedürfnissen von Kunden. Und da arbeiten wir zusammen mit Fintechs. Und genau wie Herr Weber gesagt hat, das ist eine Ergänzung zu unserem Businessmodell. Und wir müssen uns auch realistisch sein, wenn wir in Digitalisierung und Innovation investieren. Heißt das, dass wir gewisse Mittel brauchen? Weil da werden gewisse Projekte in die Hosen gehen, das ist klar. Aber das gehört dazu. Herr Margelisch, ja. Sie haben ja, Sie kämpfen für gute Rahmenbedingungen, eben auch Innovation, Fintechs etc., wo Sie sich einsetzen. Wenn wir uns das Beispiel Twint Payment anschauen, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob es wirklich an der Regulation so die Probleme lagen oder ob die Probleme nicht eher bei den Playern lagen, weil die sich zu spät abgesprochen hatten, Berührungsängste hatten, gut, zu spät. Es gibt sicher verschiedene Gründe, aber ich möchte vielleicht nicht unbedingt dieses Beispiel nehmen. Ich möchte wirklich noch den Link machen zwischen Digitalisierung und Regulierung. Und da haben wir eine sehr große Herausforderung. Warum? Weil ich meine, die Aufseher und die Aufsichtsbehörde sind immer noch nach einem alten Konzept eigentlich jetzt denn da noch unterwegs, indem dass sie sagen, nein, für sich, es muss alles innerhalb noch von der Bank, also entweder noch beherrscht werden oder irgendwo noch in einer Bankengruppe. Also ich meine, hier haben wir gerade noch mit dieser Partnerschaft oder mit dieser Flexibilität, da jetzt die Herr Kessler oder ein für sich Herr Weber erwähnt haben, müssen wir unbedingt hier einfach eine Regulierung, die das erlaubt. Also ich nehme das Thema Outsourcing. Wir sind jetzt gerade in Diskussion mit der FINMA, um eigentlich dieses Thema an die Hand zu nehmen. Und wir stellen fest, dass es jetzt eine Richtung von der Aufsichtsbehörde im Moment, an dem wir diskutieren sind, wo man verlangt, dass es innerhalb einer Gruppe die Outsourcing-Bedingungen genauso streng eingehalten werden wie unter unterschiedlichen Einheiten. Und ich meine, wenn schon innerhalb von einem Bankkonzern Sie noch Regeln denn da noch verlangen, die im Prinzip noch für außerhalb noch gültig sind, und wenn Sie außerhalb gerade mit der Möglichkeit, die Sie denn da noch haben müssen heute, mit externen Partnern irgendwo noch Kooperation einzugehen,
da haben Sie ein Problem. Also ich meine, das ist wirklich noch extrem wichtig, dass diese Regulierung flexibel sich zeigt. Also ich meine, dass das ist also unbestritten, aber dass man erlaubt dann für sich auch diese Flexibilität und diese Innovation weiterzugehen. Wir sind in einem Bereich, im Bankenbereich, wo wir extrem reguliert sind im Vergleich zu anderen Branchen der Industrie. Und es ist auch ein Domain, in dem wir unbedingt denn da noch sicherstellen müssen, dass das Ganze vorne geht. Ich möchte ein konkretes Beispiel geben. Wir sind relativ schnell gewesen in der Schweiz, auch jetzt mit dem Online-Onboarding. Also man kann heute also einfach Kontobeziehungen eröffnen, einfach nur rein mit Video oder einfach Online-Beziehungen. Das Problem besteht, dass heutzutage immer noch am Ende die Papiere noch schicken müssen, unterschreiben werden müssen. Warum? Weil an für sich das Gesetz über Konsumentenschutz verlangt, dass sie an für sich ein Papier unterzeichnen. Also ich meine, man sieht hier auch, dass die Regulierung plötzlich auf einmal gegen auch die technologische Entwicklung, also ein Hindernis noch gestellt werden kann. Und das muss unbedingt ändern. Also ich habe jetzt gestern unseren ersten Piloten gesehen, wie sie mit dem Swipe verbindlich Verträge auf dem Mobile machen, also auch Kredit sogar geht, also sozusagen Technik steht und es ist über Sessions jetzt in der Schweiz gut, also muss ich sagen, fand ich jetzt gut geregelt, dass man das schon hinkriegt. Das hat ein Jahr gedauert, also bei der Firma, damit die Diskussion noch geführt haben, um zu sagen. Aber nein, ich meine nur um zu sagen, es ist wirklich extrem zentral, dass an für sich diese neue Regulierung technologieneutral und an für sich diese Innovation fördert an für sich und nicht irgendwo ein Hindernis denn dann noch. Für die ich würde noch mal einen anderen Punkt, ich würde gerne Ihr Thema noch mal aufnehmen, Frau Weber, an dem Beispiel Twint. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, wo wir am Schluss es geschafft haben, hier in der Schweiz eine gemeinsame Lösung hinzukriegen des Bankensektors, weil es wird nicht 5 oder 6 konkurrierende Systeme geben, die es alle schaffen, genügend Markt sozusagen Durchdringung zu haben, um überlebensfähig zu sein. Und das schafft man nur, weil es gibt natürlich Spieler, die in den Markt reinkommen wollen, beim Zahlungsverkehr, ein PayPal oder ein Apple Pay oder so, die aus einer anderen Ecke kommen und die relativ aggressiv natürlich diesen Markt abgreifen wollen. Und ich glaube, da hat man als Branche, das hat man auch in anderen Ländern gesehen, eine super Chance, wenn man sich gemeinsam unterhakt und einen gemeinsamen Standard definiert und diesen Markt besetzt. Je früher, desto besser. Das Problem meistens dabei ist nicht fairerweise die Regulierung, sondern ist meistens das Problem, dass man in der Branche sich gemeinsam auf eine Lösung einigt und die dann konsequent nachhaltig gemeinsam umsetzt. Das ist bei solchen Themen die Schwierigkeit. Das haben wir jedenfalls bei Twint gesehen. Ich glaube, das ist dann gut gelöst worden über Zeit. Wir müssen jetzt aufpassen, dass bei der zum Beispiel elektronischen Identität nicht wieder so ein Thema passiert. Ich glaube, wenn man gemeinsam als... Ja, aber warten wir mal ab, wie das auf Dauer weitergehen wird. Ich glaube jedenfalls, man hat als Branche und in der Schweiz gute Chancen, wenn man sich gemeinsam unterhält, solche Infrastruktursachen zu machen. Und der Vorteil in der Schweiz ist, dass sie nicht ganz so groß ist wie andere Länder, dass sich viele Spieler kennen. Und wenn man es schafft, sozusagen, dass alle mal ihren naturgemäßen sozusagen Unternehmensegoismus ein Stück zurückstellen, sagen wir arbeiten an gemeinsamen Lösungen, dann kriegt man hier, glaube ich, Sachen hin, die es in anderen Ländern schwieriger sind hinzukriegen. Das war ein letzter Punkt, da möchte ich die Fragerunde öffnen. Das ist ein gutes Beispiel. Wird aber sofort natürlich auch wieder kritisch aufgenommen. Nach dem Motto Abschottung, wir lassen da Konkurrenten nicht rein, obwohl das zwei unterschiedliche Produkte sind. Ich denke, der Wettbewerb spielt, der Konsument kann entscheiden, er hat Wahlmöglichkeiten. Und das Payment, nachher Twint, das wir gemeinsam hier aufgestellt haben, das funktioniert. Und ich stelle fest, die Kunden sind begeistert, diese Bezahllösung direkt zwischen zwei Leuten Transfers auszulösen, das ist nicht nur cool, das ist enorm nützlich. Ich lese da nicht viel, wir hören über andere Dinge von Digitalisierungsprojekten, die vom Impact her in keiner Weise die Dimension abdecken, was jetzt mit Twint angestoßen worden ist. Ich finde, das ist eine wirklich gute Sache von all den Banken, die hier beteiligt waren. Es braucht aber noch mehr, weil diese elektronische Identität, der Schlüssel zum Beispiel, wie können wir uns gegenüber einer Bank identifizieren? Per Handynummer zum Beispiel. Das wird keine Bank allein lösen. Wir werden im Verbund mit allen Stakeholdern hier eine Lösung finden müssen, mit Swisscom, mit allen, die hier eine Rolle spielen und eine Lösung. Der Vertrag, ob schriftlich oder nicht, da streiten sich heute die Rechtsanwälte noch darüber. Die einen sagen, braucht keinen schriftlichen Vertrag. Die anderen sagen, braucht einen schriftlichen Vertrag. Das kann ja so nicht gehen. Ich möchte
die Runde öffnen. Es gibt sicher Fragen aus dem Publikum, sei es Digitalisierung, sei es fehlende Margen, Wachstum, was auch immer. Oder vielleicht auch Firmenkundengeschäft. Oder zum Beispiel Firmenkundengeschäft. Die Frage würde dann an Herrn Vögeli gehen. Wir machen auch Firmenkundengeschäft. Ja, Johannes. Es kommt noch ein Mikrofon. Johannes Ritter, Frankfurter Allgemeine. Zwei Fragen, die sind sehr unterschiedlich. Zunächst mal, ich würde gerne noch ein bisschen mehr verstehen, wieso eigentlich namentlich die beiden Großbanken so profitabel sind in der Schweiz, wenn man das mit anderen saturierten Märkten, gerade in Europa, vergleicht. Hat das in welchem Maße vielleicht damit zu tun, dass eben so viel Vermögen Privatkunden in der Schweiz vorhanden ist, sodass man da automatisch schlichtweg mehr Geschäft machen kann? Ist das eins, oder ist eine Erklärung vielleicht auch, dass sie hier die Kaufkraft und auch die Bereitschaft der Schweizer mehr zu bezahlen für alles, eben dann auch für Bankprodukte, ausnutzen auf eine Art, dann würde ich mich wundern, bei 260 Banken müsste ja so eine Art Kartell sein, oder ist es schlicht eine Mentalitätsfrage? Also diese zwei Dinge. Und die Frage ist natürlich nach vorne betrachtet, geht das so weiter, dass man in diesem lukrativen Markt so gut verdient, oder wird sich das wann, in welcher Geschwindigkeit ändern? Und die zweite ganz andere Frage, ich nehme mal die Intelligence vorab und lasse ihn reagieren. Ich komme gerade wieder. Das war ja an die Großbanken gerichtet, oder? Okay, also Herr Ritter, ich kenne es ja zum Beispiel zum Nachbarland ganz gut. Ja, einer der Punkte haben Sie schon gesagt, das durchschnittliche Vermögen, das durchschnittliche Einkommen in der Schweiz ist signifikant höher. Es ist aber zum Beispiel auch die durchschnittliche Hypothek viel höher. Die durchschnittliche Hypothek, das sehen wir hier, ist bei ungefähr 450.000 Schweizer Franken. Das ist in Deutschland bei 150.000 Euro. Selbst wenn Sie dieselbe Marge, und ehrlich gesagt, die Margen sind gar nicht so unterschiedlich. Ja, wenn Sie das angucken, dann haben Sie halt mit derselben Arbeit dreimal so viel Ertrag, weil das sozusagen Bearbeiten einer Hypothek ist halt genauso wenig aufwendig. Sie haben auch etwas höhere Kosten, weil die Löhne hier auch höher sind und so weiter und so fort. Aber in Summe kommt dann dort aufgrund der höheren Durchschnittsvolumina mehr raus. Sie sehen ja, der Schweizer Bankenmarkt, ich habe die letzten Zahlen jetzt nicht gesehen, aber früher war das immer so, der hatte eine Ertragskraft, die war ungefähr bei 50% von Deutschland für den gesamten Markt, obwohl der Markt ja nur einen Zehntel ungefähr im Sinne der Bevölkerung ist. Und das Zweite, was Sie sehen, ist, Sie haben natürlich im Schweizer Markt einen höheren Anteil an ausländischem Geld, Cross-Border-Geschäft. Herr Staub hat es gesagt. Und das ist ja nicht so, dass jetzt mit den ganzen Weißgeldprogrammen, die einzelnen Banken gemacht hat, das aufgehört hat. Da ist sicherlich ein Teil des Volumens raus, auch ein Teil der Marge raus, aber es ist immer noch ein sehr großer Teil des Geschäftes hier, der in anderen Ländern nicht so funktioniert. Und ich kenne auch viele Kunden aus Nachbarländern, die gerne auch einen Teil ihres Geldes in der Schweiz anlegen. Gar nicht, weil, und zwar völlig steueroffen gelegt, völlig steuertransparent, weil sie sagen, ich will auch in den Schweizer Währungsraum, ich will aber auch insbesondere in den Schweizer Rechtsraum und ich will meine Eier nicht alle in einen Korb legen und deswegen gehe ich hier in die Schweiz. Und das führt dann natürlich auch zur Profitabilität im Schweizer Banking. Möchten Sie das noch ergänzen, Herr Kessler? Ich glaube, das sehr treffend formuliert. Ich glaube, das Einzige, was man wirklich aufpassen muss, ist, dass man nicht einfach am Schluss zwei Zahlen irgendwie, die unten an einer Erfolgsrechnung stehen, miteinander vergleicht, sondern wirklich in die einzelnen Geschäfte und in den Geschäftsmix da eintaucht. Und ich glaube, das treibt letztendlich die Unterschiede, oder? Wenn wir in der Schweiz sehr viel hochwertiges Geschäft betreiben, sei das im Vermögensverwaltungsgeschäft, im Grenzüberschreitenden, sei das im Firmenkundengeschäft mit vielen Unternehmen, die eine starke Exportorientierung haben und damit natürlich herausforderndere Bedürfnisse als in einer Wirtschaft, die vor allem lokal funktioniert, dann werden sie dort andere Margen generieren können. Ja. Herr Weber? Ich bin insofern froh um die Frage, weil da kann man wirklich mal aufräumen mit dem Trugschluss, dass der Schweizer in einer globalen Welt für das reine Finanzprodukt mehr bezahlt, weil er ein höheres Einkommen hat. Das ist für mich ein Märchen. Ich sehe
Wenn ich die Zahlen vergleiche, im Gegenteil hören wir vom Ausland, dass unterdessen die Schweiz auf der Produktebene sehr kompetitiv ist. Wo aber der Unterschied ist, und das ist interessanterweise eher der Ausländer bereit, mehr zu bezahlen, wenn er eine Leistung bekommt, integral, Finanzierung, Beratung, Kapitalmarkt, dann ist er bereit, für diese integrale Beratungsleistung auch einen höheren Preis zu bezahlen. Diese Leistung, ich sage jetzt mal bewusst ein bisschen aus der Schweizer Sicht heraus, erlebt er in dieser integralen und kompetenten Art im Ausland nicht. Und er ist bereit, für das eine Prämie zu bezahlen, kombiniert dann noch mit natürlich Schweiz, natürlich Währung, natürlich Sicherheit, das kommt mit hinein. Und das optimiert dann, sagen wir mal, am Schluss die Marge, aber auf dem einzelnen Produkt bezogen, auf dem Fondsprodukt und so weiter, da sind wir so kompetitiv, wie der internationale Markt sich darstellt, wenn nicht sogar noch tiefer. Kann man das sagen, dass die Margen in der Schweiz wirklich nicht höher sind? Gebührenmargen für uns Kunden, ist das relativ intransparent? Ja, also ich meine, wir können ein Beispiel nehmen aus der Vermögensverwaltung, die ich persönlich am besten kenne. Ich glaube, da war es traditionell schon so, dass die Margen etwas höher waren in der Schweiz. Ich glaube, über die letzten Jahre, und wir machen jedes Jahr ein Benchmarking mit irgendwie 150 teilnehmenden Institute, viele davon aus der Schweiz, auch aus dem europäischen Onshore-Geschäft. Fakt ist, dass die Margen da eine Konvergenz erfahren haben in den letzten Jahren. In dem Sinn kann ich die Aussage nur unterstützen, ja. Du hattest noch eine Anschlussfrage, nachher öffne ich dann wieder. Ja, genau, ganz anderes Thema, Artificial Intelligence, das ist ein ganz großes Thema. Inwiefern denn auch für Sie als Banker, wenn ich mir vorstelle, dass also ein lernendes Programm, ein Anlageprodukt konzipiert, dass man mit beliebig 100 Millionen, also Millionen von Aktienkursen füttern kann, alle möglichen Informationen, das auf Rückschläge an den Märkten reagiert, daraus wieder lernt. Wer soll denn das dann noch schlagen oder andersrum formuliert, wozu braucht man noch einen Berater, wenn man diese super schlauen Programme hat, wo kein menschliches Gehirn mehr mitkommt am Ende? Vielleicht gebe ich das gerade mal Herrn Staub. Das ist eine schwierige Frage zu beantworten. Ich bin da eher skeptisch, sage ich Ihnen. Wenn wir da diese Entwicklung machen, ist dann die Frage, ob dann nicht alles richtig in die gleiche Richtung geht und alle das Gleiche machen, die sich so weiterentwickeln. Und wir haben in der Vergangenheit, sehen wir immer wieder Unfälle, weil alle sich auf eine Sache vertrauen. Also die Finanzkrise, man hat diesen Ratingagenturen vertraut, oder? Alle haben darauf gesetzt, das stimmt. Und dann hat es diese Finanzkrise gegeben und deshalb habe ich gewisse Bedenken bezüglich der Artificial Intelligence, wie langfristig und nachhaltig erfolgreich diese Systeme dann schlussendlich wirklich arbeiten. Also da stelle ich ein großes Fragezeichen. Man kann auch sagen, diese digitalen Währungen wie Bitcoin und so, diese Blockchain-Währungen, das schaltet dann die zentrale Einheit, die Vermögenstransaktionen und Aufbewahrung abwickelt, in Frage. Also braucht es nicht mehr. Man braucht diese Vertrauenszentrale nicht mehr. Aber Vertrauen braucht es auch bei Bitcoin. Nämlich in die Software, die das mal entwickelt hat, und schlussendlich in die Betreiber. Also sie können auch Bitcoin-Unfälle produzieren. Deshalb ist da schon eine Illusion, das Vertrauen ist nicht ausgeschaltet, auch mit diesen Digitalisierungen nicht mehr. Und ich bin eher skeptisch, ob ich mich jetzt einfach so auf Systeme verlasse und vertraue, dass sie dann alles richtig machen. Auch bei der Artificial Intelligence, wir müssen es verfolgen, aber ich bin da eher skeptisch. Was die vermögende Kundschaft scheint skeptisch zu sein. Sie haben ein anderes Kaliber an einem Kundenstamm, Firmenkunden. Wollen die das? Fragen die danach? Wollen die Budgetentscheide algorithmisch durchgerechnet und abgesegnet haben? Oder wollen die auch den Berater aus Fleisch und Blut? Also es kommt darauf an. Es gibt in gewissen Geschäften, wie zum Beispiel in den Finanzprodukten, auf den Devisenhandel, vieles, das schon mit algorithmischen Modellen abläuft. Was die Firmenkunden betrifft, würde ich sagen, sind wir am Anfang, aber das ist auch, wir begleiten sie, wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Schweizer Kunden für die Digitalisierung und auch für die Robotics. Ich denke auch, dass was das Wealth Management betrifft, es gibt Produkte, wo jetzt auf den Markt kommen, wo wir am Anfang sind, wo sicher interessant sind für die Kunden,
Aber ich bin überzeugt, dass der Kontakt mit dem Banker, mit dem Private Banker, immer noch im Vordergrund steht und sehr wichtig ist und das Vertrauen vor allem in seinen Berater. Ein kurzer letzter Punkt, dann nehme ich die nächste Frage. Es ist einmal mehr in sich kein Widerspruch. Ich glaube, da bin ich voll mit Ihnen. Wir sind als Banken ja eigentlich, unser Grundstoff sind Daten. Und man muss schon auch sehen, wir haben relativ spät angefangen, mit diesen Daten intelligente Dinge zu machen. Und diesen Supercomputer, der dann weiß, wie die Börse läuft, also ich hoffe nicht, den haben Sie gemeint, den wird es nie geben. Aber den Computer der Intelligenz so interpretiert, das Verhaltensmuster des Kunden, verbunden mit den Daten, die wir in der Bank haben, antizipiert und Vorschläge unterbreitet und die Arbeit des persönlichen Betreuers unterstützt, den wir das immer noch brauchen, an das glaube ich. Und da bin ich schon an einem Thema selbstkritisch auch einmal mehr im Sinne von, da haben die Banken noch relativ wenig mit ihren gigantischen Möglichkeiten gemacht an Daten, die sie zur Verfügung haben. Da ist man dran, wir auch, selbstverständlich. Big Data ist ein Begriff, den wir auch weit definieren können. Da suchen wir Möglichkeiten, unseren Leuten an der Front in der Linie gute Indikationen zu geben, welche Kunden haben welche Bedürfnisse, wie können die angesprochen werden. Diese Verbindung finde ich spannend. Diesen totalen Supercomputer, der alles selbst macht, an denen glaube ich nicht. Weitere Frage aus dem Publikum? Ja, bitte. Eine Frage zum Private Banking. Mich würde interessieren, wo in der Schweiz denn überhaupt noch Neugelder herkommen? Also können wir überhaupt noch über Vermögensgenerierung sprechen oder geht es eigentlich nur noch um sozusagen die Verteidigung von Vermögen? Und in diesem Zusammenhang, was ist denn eigentlich der Mehrwert von einer kleinen Privatbank? Wenn man jetzt sich die Großbanken anschaut, die ein riesen Investment Office haben und Armeen von Kundenberatern. Wollen Sie die zweite Frage vorwegnehmen? Jawohl. Also der Vorteil einer Kleinbank ist ganz sicher der persönliche Kontakt. Wir können uns leisten, individuell und flexibel auf unsere Kunden einzugehen. Und ich vergleiche es ein bisschen so. Es gibt auch heute noch Maßschneidereien. Es gibt Leute, die immer noch bereit sind, zu einem Maßschneider einen maßgeschneiderten Anzug zu kaufen. Und es gibt natürlich die große Masse, die eben ab der Stange kauft, vielleicht auch ein bisschen individualisiert angepasst. Und ich bin überzeugt, wenn wir das richtig machen, vertrauenswürdig, da habe ich eigentlich keine Sorgen um unsere Zukunft, auch als kleine Bank nicht. Und woher kommt das Geld? Haben Sie beide wahrscheinlich den Überblick, Herr Margalisch und Herr Blessing? Ja gut, was wir sehen ist, das Vermögen der Schweiz, also wächst ja weiter. Also wenn Sie sich das angucken, die Schweiz als Volkswirtschaftswachstum, es gibt eine Sparquote in der Schweiz, also das Vermögen der Schweizer selber wächst. Zweitens, wir sehen auch weiter, wir gewinnen im Moment netto neue Kunden, die zusätzlich in der Schweiz Geld anlegen wollen wieder. Ja. Das war mal eine Zeit lang, als die Weißgeld-Themen, hattest du sozusagen mehr, sozusagen ist das eher zurückgegangen. Das hat jetzt aber wieder gedreht. Wir gewinnen auch wieder Kunden aus dem Ausland. Es gibt Leute, die ziehen hierher, es gibt Leute, die sind Grenzgänger, es gibt Leute, die wollen einfach, wie ich das vorhin sagte, in der globalen Vermögensdiversifikation auch ein Stück Schweiz im Anlageportfolio haben und das nicht nur, indem sie sich, wo immer sie sind, eine Nestle-Aktie ins Depot legen, sondern indem sie sagen, ich will auch eine Bankbeziehung in der Schweiz haben, weil ich auch im Rechtsraum der Schweiz tätig sein will. Und in der Kombination wächst da auch Volumen. Kommt noch genug Geld rein? Also es gibt keine Statistiken, aus welchen Gegenden diese Neugelder kommen. Aber das ist ein Fakt, dass sie eigentlich jetzt in Essens da durch die Finanzkrise und auch jetzt auch mit dieser Weißgeldstrategie eigentlich jetzt dann auch diese Gelder meistens in der Schweiz geblieben sind. Und ich meine, man sieht das an für sich so, dass es der Faktor Diversifizierung an für sich eine große Rolle spielt. Auch jetzt, wie Herr Weber gesagt hat, das sind auch all die anderen, direkte Demokratie, Rechtsstaat, Voraussehbarkeit. Es sind unterschiedliche Elemente, die noch hier auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Es gibt natürlich dann auch Regionen in der Welt, also in Asien, der Wachstum ist
ist an für sich dann da noch extrem wichtig. Und das ist klar auch, es gibt auch ein Interesse, einfach diese Gelder nicht nur vor Ort, aber dann auch zu defizieren. Das ganze Risiko einfach der Optimierung. Aber man kann nicht sagen, das kommt insbesondere von einer Gegend mehr als aus einer anderen. Ich glaube, also das ist auch viel komplizierter als das. Und es gibt auch die individuellen Bedürfnisse auch von den Kunden und auch jetzt auch, dass die Banken anbieten, auch diesbezüglich. Also ich glaube, das ist einfach jetzt ein Mix aus all diesen Elementen. Und sieht auch bei jeder Bank wieder ein bisschen anders aus. Ja, genau. Wir wachsen jetzt zwischen 1,5 bis 2 Milliarden im Gesamtmarkt, doppelt so rasch im ausländischen Markt. Weil man muss schon sehen, wenn große Family Offices weltweit verzweigt sind, das sind ja nicht einfach nur Leute, die in einem Ort sind, ihre Auslegeordnung machen, sich überlegen und in diese Welt hineinschauen, die wir heute jeden Tag am Fernsehen präsentiert bekommen. Wo werden mehrere Milliarden Vermögen weltweit, an welche Kassen die Banken, an welche Vermögensverwaltungsbanken überwiesen? Da erscheint die Schweiz immer als regionaler Faktor auf den ersten drei Positionen. Und dann hat er die Auswahl, hier seine Bank zu wählen, ob es eine kleinere, eine größere ist, ob eine Staatsbank mit AAA und so weiter. Da sind dann die Bedürfnisse ganz unterschiedlich. Da haben wir weiterhin einen Wettbewerbsvorteil, da bin ich überzeugt. Und ich sehe das Wachstum, das trifft vielleicht nicht bei allen Banken gleich zu. Aber ich war selbst überrascht und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Da war ich sehr kritisch mit den Beratungsfirmen. Die haben ja ein Horrorszenario hingestellt, als da die ganze Diskussion Bankgeheimnis fällt und so weiter. Alle verlassen die Schweiz. Wir werden im Offshore-Geschäft nur noch marginale Rollen spielen. Das ist alles nicht eingetreten. Im Gegenteil, es wächst weiter. Und das ist eben schon so, natürlich darf man das in der Schweiz fast nicht mehr sagen, da ist der Verbund mit gegebenen Dingen, die wir fast nicht beeinflussen können, das ist toll an der Schweiz, aber auch Kompetenz im Bankensektor. Da ist noch eine weitere Frage. Dort hinten oder da? Harry Büsser. Also vielleicht eine Frage zur Maßschneiderei. Also ich mache ja jeweils einmal im Jahr so ein Mystery-Shopping bei den Privatbanken, schreibe 80 Banken an und die Maßschneiderei, die ich da sehe, ist nicht wirklich ausgeprägt. Also ich glaube, ich habe ein Portfolio gesehen, wo Nestlé nicht dabei war. Wir haben gejubelt und gesagt, ey, wenigstens einer hat Nestlé nicht drin. Und die Portfolios, die gleichen sich ja alle relativ stark. Das Geschäft ist ja auch rein von der Investmentseite keine wahnsinnige Hexerei, so ein Portfolio zusammenzustellen. Oder wie sehen Sie das bei der Bank Reichmuth? Ist das wirklich so, diese Maßschneiderei so schwierig? Ich glaube, jetzt, da muss man sehr differenzieren. Für die anderen kann ich nicht sprechen. Ich kann für uns sprechen und ich sehe, dass unsere Kunden den Mehrwert der integralen Dienste und des integralen Denkens unglaublich schätzen. Wir haben einen sehr starken Vorsorgearm. Die Kombination der beruflichen und privaten Vorsorge mit einem privaten Ersparnisse, wie man das macht, oder dann wir begleiten auch Unternehmerfamilien, wenn es um Finanzierungskonzepte geht. Da kommt eigentlich der schlussendliche Mehrwert her. Und wenn die sehen, dass wir wirklich die Sicht unserer Kunden übernehmen und die Interessen wahrnehmen, dann sagen die, ja, dann vertraue ich jetzt dieses Depot auch noch euch an. Oder? Das ist eigentlich der Punkt. Und ja, man muss innovativ sein, auch auf der Anlageseite. Wir sind in der Schweizer Infrastruktur unterwegs mit Gefäßen seit einigen Jahren. Wir haben im Jahre 2000 die flexibelste, individuellste, eigenverantwortliche Vorsorgelösung in der zweiten Säule entwickelt. Wir haben in der Philanthropie relativ ein innovatives Konzept. Das braucht es natürlich. Also ich glaube, die Zukunft gehört den vernetzt denkenden Dienstleistern. Aber am Thema Anlagen muss ich Ihnen recht geben. Ich sehe einen Paradigmenwechsel. Ich glaube, diese Portfolios werden sich angleichen. Im Portfolio-Kontext Risk-Return optimiert. Und um ehrlich zu sein, auch mit passiven Produkten, das ist sinnvoll für den Kunden. Und er muss das natürlich auch nach Jahren von Einzeltiteln irgendwo vollziehen. Es wird dann natürlich kritisch gesagt, ja, die Banken treiben die da in diese Portfolio-Kontexte, aber das sind optimierte Portfolios und ich glaube, das ist richtig. Die Wertschöpfung kommt, und Sie haben es gesagt, teilweise aus ganz anderen Dingen heraus. Verknüpfung, Vernetzung über die ganze Bankdienstleistung hinweg, Finanzplanung, Finanzierungsthemen, dort
holt man die Differenz. Ich glaube nicht mehr an diese unterschiedlichen Portfolios mit einzelnen Titeln und der macht ein bisschen das und der macht ein bisschen das. Das glaube ich, das wird in den nächsten paar Jahren wird das verschwinden. Weil es zu teuer ist. Es ist zu teuer, es ist aber auch durchgerechnet. Wir haben jetzt bei unserem Programm die Möglichkeit, dem Kunden aufzuzeigen, der natürlich seit Jahren behauptet, dass sein Beratungsdepot, das er parallel geführt hat, immer besser war. Jetzt haben wir mit diesen Systemen gute Möglichkeit, ihn historisch das aufzuzeigen, Risk Return, und ihm zu sagen, schau, mit diesem Portfolio fährst du gerade in der Abwägung von Risk Return besser. Das hat gute Argumente. Wir können die Zeit an anderen Themen einsetzen, als über den Chart und Nestlé und morgen Dividende zu sprechen. Und hier gibt es auch bei den Leuten, wir haben das noch gar nicht gesprochen, da wird es auch bei den Leuten, bei den Beratern ein Umdenken brauchen. Wir werden andere Leute brauchen. Die sind taktisch und auch fachlich anders ausgebildet. Die sind nicht diese Stockpicker-Leute, die den Markt verstehen und lesen und Beziehungen haben. Diese Zeiten sind, sage ich, vorbei. Eine kurze Ergänzung, dann komme ich zur Schlussrunde. Ich glaube auch, wenn Sie, ich weiß nicht, wie Sie in Mystery Shopping machen, aber wenn Sie jetzt einen Case entwickeln und Sie schicken den an 10 Banken und Sie, oder echte Kunden, wenn Sie diesen echten Kunden an 10 Banken schicken, das wäre genauso, als wenn Sie sagen, ich hätte gerne einen grauen Flanellanzug und Sie gehen zu 10 Maßschneidern, die werden auch gleich aussehen. Was mich wesentlich mehr nervös machen würde im Mystery Shopping ist, wenn Sie 10 unterschiedliche Kunden an dieselbe Bank schicken und Sie kriegen 10-mal sozusagen dasselbe Ergebnis raus, dann haben Sie, glaube ich, sozusagen als Dienstleister ein echtes Problem, weil wenn der Kunde derselbe an 10 Banken, dann müsste ja mit dem Profil eine ähnliche Lösung rauskommen. So. Okay. Gut. Okay. Zweites Thema ist, und da bin ich bei Herrn Weber, wenn Sie sich das heute angucken, was wir machen können mit dem Programm ist, wir können in der Tat für jeden Kunden ein Profil machen und wir können dem Kunden immer zeigen, wie sozusagen sich dieses individuelle Zielportfolio versus wenn er das im, also er kann sozusagen das Zielportfolio kaufen und es managen lassen. Er kann das Zielportfolio kaufen und sich immer überlegen, ob er dem folgt oder nicht. Oder er kann sich das ab und zu mal angucken, ob er seine eigene Anlageentscheidung treffen. Und wenn Sie das auswerten, dann sehen Sie ganz klar die Depots, wo die Kunden ihre eigene Anlageentscheidung treffen, performen im Schnitt wesentlich schlechter. Ja, wesentlich schlechter. Und ich glaube, wenn man das mit Kunden konsequent durchgeht, Sie müssen ja mit dem Kunden A, seine Situation analysieren. Auch das können Sie natürlich mit einem Programm machen, aber meistens müssen Sie die richtigen Fragen stellen, Sie müssen sie auch erläutern, Sie müssen nochmal nachfragen. Das ist echt der Wert. Und das Zweite, das Wichtigste bei der Anlage ist gar nicht sozusagen am Anfang die richtige Selektion. Es ist die Disziplin. Die Disziplin bei der Anlage über einen längeren Zeitraum. Und dort immer wieder mit jemandem zu reden und sagen, pass mal auf, du hast jetzt gerade wieder was über Nestle geredet, jetzt willst du schon wieder die Nestle kaufen. Ja? Wir hatten doch festgelegt, was immer es ist, oder umgekehrt, du willst jetzt schon wieder verkaufen. Ja? Da sozusagen mit jemandem zu haben, mit dem man drüber reden kann und dann wieder auch bei der Disziplin bleiben. Das ist, glaube ich, der Kern vom Anlageerfolg. Mit Blick auf die Uhr komme ich zu einer ganz kurzen Schlussrunde und dann übergebe ich das Wort noch einmal Cindy Schmiegel, die uns dann sagt, wie es weitergeht. Ich beginne bei Ihnen. Wir blicken in die Zukunft, 10 Jahre. Würden Sie Ihr Vermögen darauf wetten, dass in 10 Jahren die UBS noch immer die größte Bank der Schweiz ist? Ja. Kurze Antwort. Herr Weber, vielleicht geht es ähnlich kurz. In 10 Jahren werden Sie immer noch mit der Staatsgarantie unterwegs sein oder ist dann dieser alte Zopf abgeschnitten? Wir werden die sicherste Bank in der Schweiz und auch international bleiben. Also mit Staatsgarantie? Auch ohne Staatsgarantie sind wir heute schon mit AA- gehören wir zu den Top sichersten Banken weltweit und sind bei den sichersten in der Schweiz. Also spielt dort gar keine Rolle. Aber ich gehe davon aus, dass wir das immer noch haben werden und somit gehören wir zur sichersten Bank in der Schweiz auch in 10 Jahren. Wir sind die sicherste Bank. Sie müssen ja auch besonders sicher sein, Herr Staub, weil Sie privat haftend. Gibt es in 10 Jahren immer noch genügend privat haftende Gesellschaften, die eben ihren Job machen wollen? Anders gefragt, gibt es Ihre Bank in dieser Form in 10 Jahren noch? Also bei uns gesprochen, ja, da bin ich überzeugt. Ich bin total überzeugt von unserem Modell.
Ich würde sogar Werbung betreiben und andere ermuntern, auch in diese private Haftung zu gehen, weil es einfach ein sehr starkes Signal ist, die Verantwortung für die Kunden und in diesem übertragenen Sinne für unsere Bilanz zu übernehmen. Und bei mittelständischen Unternehmen ist das ein sehr gefragtes Modell. Dann kommen wir zu den größeren Unternehmen, die Sie betreuen, internationale Konzerne als Auslandsbank in der Schweiz betreuen. Ist das ein Geschäft, wo Sie sagen, das wird garantiert größer sein, gewachsen sein, bis in 10 Jahren? Ja, es wird garantiert größer sein und das erlaubt mir ein kleines Wort über das Firmenkundengeschäft zu sagen. Ich glaube, wir sind ergänzend zu den Schweizer Banken. Unser Modell, es gibt über 2000 Schweizer Firmen, Schweizer Corporates, die mehr als 100 Millionen Umsatz haben. Die Mehrheit davon ist exportorientiert und die brauchen eine Bank, die sie international begleiten kann mit einer großen Palette von Dienstleistungen. Und das ist eine Ergänzung, die für die Schweizer Firmen ist nicht nur die Welt, nicht nur die Schweiz, sondern oder besser gesagt, wie das Zuhause, nicht nur die Schweiz, sondern die Welt. Und für das brauchen Sie eine Bank, die Sie international begleiten kann. Welche Rolle wird der Schweizer Finanzplatz in 10 Jahren noch sein? Ich schaue Herrn Kessler an. Ich glaube, er wird weiterhin eine bedeutende Rolle im internationalen Vermögensverwaltungsgeschäft spielen, hoffentlich eine stärkere Rolle noch im Asset Management, im institutionellen. Und ich glaube auch eine zentrale, und da stimme ich mit Ihnen überein, eine ganz zentrale Rolle im Firmenkundengeschäft. Wenn wir eine starke Realwirtschaft haben wollen, die wollen wir haben in der Schweiz, mit international wettbewerbsfähigen Unternehmen, die Produkte exportieren, Dienstleistungen exportieren, dann brauchen wir starke Fähigkeiten auch im Firmenkundengeschäft. Darüber hinaus glaube ich, dass die Banken anders ausschauen werden. Sie werden andere Leute beschäftigen zum Teil, sie werden dann andere Fähigkeiten haben, sie werden andere Systeme haben, sie werden digitaler sein und damit spreche ich nicht nur von Apps, sondern von Prozessen, die automatischer funktionieren. Also gibt es einen Podestplatz in 10 Jahren internationales Finanzplatz-Ranking für die Schweiz? Im Sinn von der Reputation? Ja. Eine Einschränkung. Herr Margelisch von der Bankiervereinigung, werden in 10 Jahren, haben Sie dann noch Banken als Mitglieder oder mehr Fintechs als Mitglieder? Ich nehme an, die müssten Sie da dann auch aufgenommen haben. Das ist eine sehr gute Frage und wir sind sehr intensiv daran, für sich jetzt denn. Also wir haben schon gemeinsame Plattformen mit den Fintech-Firmen, auch mit der Fintech-Industrie. Ich bin persönlich ganz klar der Auffassung, also wir müssen uns einfach entwickeln und auch öffnen. Es wird eine Zusammenarbeit jetzt geben. Und wir müssen eigentlich jetzt dann auch diese Entwicklung also mitziehen. Beispiel in England, also die British Banker Association, die heißt heute UK Finance. Also das zeigt dann für sich, dass sie diesen Schritt schon gemacht haben. Ich denke, in der Schweiz, das wird vielleicht so ein bisschen noch Zeit nehmen. Aber ich meine, das Interesse ist da von den beiden Seiten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es wichtig und zentral ist, also diese Interessen zu bündeln und ein für sich jetzt sie auch jetzt zu vertreten, also mit einer Organisation, die eigentlich jetzt auch die Repräsentativität das noch hat. Jedes Mal, wenn ich Ausland bin, bin ich immer noch sehr überrascht, dass in unserem Land eine Bankiervereinigung alle Banken achten vertritt. Das ist im Ausland nicht der Fall. In Deutschland haben Sie 3 Organisationen, in Frankreich haben Sie auch also 4, ja, mit dem Kreditausschuss, genau. In Italien haben Sie 4 Organisationen, also auch jetzt die, also wir haben hier nur eine Organisation, die alle vertritt. Also man kann schon sagen, zum Teil, das ist nicht unbedingt auch jetzt immer die gleiche Meinung und so. Das ist. Sie bleiben gefordert, Herr Margelisch. Damit möchte ich mich bedanken, nicht nur bei Ihnen, sondern bei all meinen Gästen und bitte um einen warmen Applaus.